schon da, die Victoria. Sie ist heute live aus London zugeschaltet. Also, Victoria habe ich kennengelernt, ja, über die sozialen Netzwerke. Und da sieht man mal, was halt dann so alles geht. Ja. Ich habe sie einfach angesprochen. Irgendwann ist sie in meinem Feed aufgetaucht und da habe ich mir gedacht, mei, jetzt spreche ich sie einfach, frage ich sie einfach mal. Und dann haben wir, das ist allerdings auch schon ein Dreivierteljahr fast her. Und damals haben wir dann mal einen Zoom-Call aufgesetzt und dann haben wir so ein bisschen uns unterhalten und haben uns für den heutigen Abend verabredet. Und dadurch, dass sie ja bei Arsenal London spielt, ja, im Mittelfeld und Kapitänin von der österreichischen Nationalmannschaft ist, ist natürlich so, ne, klar, Profifußballer muss dann immer da sein, wo sein Verein ist. Ne? Am Wochenende gab es ein Spiel und da war die Viktoria nicht im Einsatz, wie sie mir gerade erzählt hat, weil sie noch ein bisschen Probleme hat mit dem Knie. Aber das wird sie alles dann uns selber berichten. Ja, Viktoria Schnatterbeck, sie war auch schon mal bei Bayern München. Und wenn diejenigen, die schon ein bisschen länger bei halb sieben dabei waren, waren vielleicht auch an dem Abend zugange, als Matthias Novak bei uns war. Wer dabei war, kann und sich erinnert, damals noch in der FOM. Matthias Novak war, Frau K., das war ist Ihre Erinnerung, nämlich Sie waren damals diejenige, die Herrn Novak angeschleppt hat und mit mir vernetzt hat. Und den haben wir ja heute, den haben wir vor einem Jahr, glaube ich, in der FOM gesehen. Und er war ja damals auch für den FC Bayern aktiv tätig als Individualtrainer im Frauenfußball. Und über Matthias Novak haben wir uns dann auch schon unterhalten. Und als ich ihn dann letztens telefonierte und dann sage ich, du, die Viktoria Schnatterbeck kommt zu uns, da sagt er, echt, die Vicky, die kenne ich ja auch. Also da war die Brücke dann wieder, der Kreis geschlossen. Also wunderbar, wie klein die Welt ist. Vicky, so, und jetzt komme ich so langsam zu dir. Du bestehst schon bereit bei uns quasi jetzt im Wohnzimmer. Ja, das finde ich so schön, dass das irgendwie, also. Ich wäre natürlich echt viel lieber mit euch irgendwie gemeinsam und der Vicky so irgendwie in München. Aber gut, da das Thema ist durch für dieses Jahr. Ich freue mich trotzdem tierisch, dass sie heute da ist, die Vicky, und aus London live zugeschaltet. Ein Mittelfeld-Fußballspielerin von Arsenal London, die alles Mögliche über Fußball, über ihren Weg, vor allen Dingen, was ihr wichtig ist. Und ja, sie wird auch über ihre Tiefen ein wenig berichten, vor allen Dingen, was wir daraus ziehen können. Ich glaube, es wird ganz abwechslungsreich und spannend. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr heute alle da seid. Wenn ihr Lust habt, also vom Prozedere kennt ihr ja von halb sieben, einfach dranbleiben, individuell ein bisschen ratschen, wenn es danach geht. Und heute noch vielleicht noch zum Ablauf eine Anmerkung. Wir geben jetzt so eine halbe Stunde gut sprechen, ein bisschen aus ihrem Leben berichten und danach Feuer frei, bitte. Die Vicky freut sich auf eure Fragen. Stellt sie euch, was ist der Unterschied zwischen Männerfußball, Frauenfußball, was macht eine Fußball-Bundestrainerin aus? Ja? Vielleicht wird ja mal irgendwann mal die österreichische Fußballnationalmannschaftstrainerin unserer Fußballnationalmannschaftstrainer. Ja? Also löst Jogo Löw aus, keine Ahnung. Einfach Fragen stellen. Die Vicky ist auf alles gewappnet. Also in diesem Sinne, Vicky, it's your turn. Bitte den Bildschirm scheren. Ja, Und mache ich. schauen wir mal, wenn es von der Qualität geht, dann könnt ihr ja gucken, wie es so läuft. Ansonsten bleibt da einfach die Bilder offen. Ich mache es auch weiter offen und dann schauen wir mal. Gut, ich mute mich mal. Vielleicht, ich glaube, das ist ganz gut, wenn wir uns alle muten. Kann man meinen Bildschirm sehen? Dann bitte nur Daumen hoch. Okay, sehr cool. Herzlich willkommen auch von meiner Seite zur heutigen Veranstaltung. Es freut mich sehr, dass wir, Semir, vor ja, einem halben Jahr, glaube ich, war es, gesprochen haben und dass wir wirklich diesen Termin für uns beide gefunden haben. Und dass ich auch unter anderen Umständen, weil ursprünglich hatten wir geplant, dass wir das vor Ort machen in München. Da hätte ich mich auch sehr gefreut, wieder zurückzukommen. Aber aufgrund der Umstände machen wir es so. Und ja, wir alle aus dem Wohnzimmer, Studio, Büro, wie auch immer, sind ja trotzdem connected auf diese Art und Weise. Deswegen freut es mich eben sehr, dass ich euch allen heute Impulse zu meinem Thema, mein Umgang mit Rückschlägen, 10 Versprechen an mich selbst mit auf den Weg geben darf. Worüber ich heute sprechen möchte, ist einerseits meine Erkenntnisse und Erlebnisse meiner bisherigen Profilaufbahn. Und auch über die Tatsache, dass der vermeintliche Traumjob Fußballprofi nicht immer nur eine Vergnügungsfahrt ist und nicht immer nur Ruhm und Reichtum beschert und auch der bezahlende Preis
tatsächlich sehr hoch sein kann. Und zum anderen möchte ich auch über meinen Umgang mit Rückschlägen sprechen. Aber, und noch wichtiger, darüber, dass es sich immer wieder lohnt, aufzustehen, immer wieder Gas zu geben, immer wieder zu kämpfen. Und in dem Zusammenhang möchte ich mein persönliches Erfolgsrezept vorstellen und mit euch teilen. Aber, und das ist mir auch wichtig, dass ich das an der Stelle sage, es gibt nicht das ultimative Erfolgsrezept oder das einzige Erfolgsrezept. Aber dennoch glaube ich und bin immer sicher, dass es einige Analogien gibt und dass auch ihr eure individuellen Erfolgsstrategien habt. Und hoffe natürlich, dass ich euch den ein oder anderen Impuls mitgeben kann. Liebe Leute, wenn wir oft über Erfolg sprechen, dann sehen die meisten nur den Moment des Erfolges und all das Schöne, die Prämien, die Titel, die Fernsehauftritte, die glorreichen Zeiten. Aber was dabei oft in den Hintergrund gerät, ist der lange Weg zum Erfolg. All die harten Tage werden nicht berücksichtigt. Die harte Arbeit vom ersten Tag bis zum heutigen Tag. Aber Fakt ist, Erfolg muss konsequent erarbeitet werden. Und zu jedem Erfolg gehören Einsatz, Konsequenz und ganz viel Ausdauer. Aber zu jedem Erfolg gehören auch Rückschläge. Ich glaube, es gibt keinen linearen Weg zum Erfolg. Also wenn man aber dann über Erfolge spricht, geraten auch diese Rückschläge in den Hintergrund und der Weg zurück gerät in den Hintergrund. Dabei gehört dieser Weg dorthin auch genauso zum Erfolg. Und deswegen möchte ich mit euch ein Video teilen. Ich hoffe, man hat die Qualität und das Video ein bisschen sehen können. Was mir wichtig war, war an der Stelle einfach, dass man sieht, dass es nicht immer nur um diese wundervollen Momente, um die Momente geht, wo man die Trophäe liftet oder hochhebt sozusagen, sondern dass auch der Weg dorthin dazugehört zum Erfolg. Und das hat man als Ausschnitt hier in meiner Reha-Phase, glaube ich, sehr gut gesehen. Als Sportlerin oder als Fußballerin hat man mit zwei wesentlichen Rückschlägen zu tun. Zum einen die sportlichen Misserfolge und zum anderen die Verletzungen. Das sind die großen, die wirklich extremen Rückschläge, die Krisen teilweise. Ich war in meiner bisherigen Karriere insgesamt 8-mal verletzt, wurde davon 7-mal operiert und 7-mal an meinem rechten Knie. Und dabei spreche ich von Verletzungspausen von 4 Monaten bis zu 1 Jahr. Also ich kann sagen, leider, dass ich sehr, sehr viele Monate und Jahre in meiner Karriere aufgrund von Verletzungen gefehlt habe. Und das Interessante dann ist doch, dass ich dann ab und zu gefragt werde, du Vicky, wird das irgendwann einfacher? Wird es dann irgendwann zur Routine? Oder bekommt man dann irgendwann, lernt man damit umzugehen? Und die Antwort ist ganz klar nein. Weil jede Verletzung kommt unerwartet, jede Verletzung kommt unvorbereitet, kommt hart, mit ihren individuellen Effekten. Jede Verletzung hat so ihre eigenen Herausforderungen und Challenges. Ich kann mich auch noch genau erinnern an jede meiner einzelnen Verletzungen. Nicht nur, wie sie passiert ist, sondern vor allem auch die Herausforderungen, die sie mit sich brachte. Und eines ist aber ganz klar, es wird immer schwieriger. Es wird mental zermürbender, es wird körperlich härter und es wird immer herausfordernder. Vor allem immer wieder aufs Neue. Immer wieder aufs Neue sich unter das Messer legen müssen. Immer wieder aufs Neue in die Reha gehen, während die Mädels auf den Platz gehen und Fußball spielen. Das, was wir eigentlich alle machen. Immer wieder aufs Neue gehen, laufen lernen. Immer wieder aufs Neue den Muskel aufbauen.
aber auch immer wieder aufs Neue diese Motivation finden, aber auch die Unsicherheiten, die Ängste und auch die Zweifel hinter sich lassen und überwinden. Wirklich jedes Mal aufs Neue. Ich glaube, dass viele am Anfang oder irgendwann dazwischen aufgegeben hätten. Aber ich muss sagen, ich habe mich wirklich jedes Mal durchgekämpft, durchgebissen, regelrecht und auch durchgehalten. Ich weiß aber auch, dass ohne mein Durchhaltevermögen, ohne meinen absoluten Glauben, meinen absoluten Willen und auch der notwendigen Positivität, dass das nicht möglich gewesen wäre. Und heute kann ich sagen, dass ich stolz bin, dass ich gekämpft habe und dass ich durchgehalten habe. Liebe Zuhörer, ich glaube schon und bin mir bewusst, dass mir auf dem Weg zurück jedes Mal in meinen Verletzungsphasen gewisse Grundsätze geholfen haben. Und doch bin ich mir sicher, dass der Umgang mit Verletzungen oder mit Rückschlägen und Krisen höchst individuell ist und höchst persönlich. Aber ich möchte heute mit euch meine 10 Versprechen teilen, die ich mir selber gegeben habe. Und diese Versprechen begleiten mich eigentlich schon seit meiner ersten Verletzung, die ich damals mit nur 17 Jahren erlitten hatte. Und diese Versprechen waren wie mein Anker, wie mein innerer Guide und mein eigener Mentaltrainer, sage ich immer. Aber ich glaube, wichtig ist, und was ich euch jetzt sagen muss, wie es zu diesen Versprechen gekommen ist, die ihr hier seht, die ich am 1.8.2018 unterschrieben habe. 2018 Sommer war es, ich bin von Bayern München zu Arsenal London gewechselt. Ich war damals 11 Jahre in München, habe dort mein Zuhause gehabt und eben meinen Job als Fußballerin und habe diesen Schritt gewagt und ich habe vom ersten Tag an gemerkt in London, es ist alles wie perfekt. Besser, als ich es erwartet hätte. Das Training, die Mitspielerinnen, der Betreuerstab, die Trainingsqualität, der ganze englische Fußball-Style und Lifestyle, das war wirklich, es hat mich geflasht und ich war einfach nur mega glücklich, dass das so aufgegangen ist. Und dieses Glück hat gerade mal für 3 Wochen angehalten. 3 Wochen. Ich kann mich nämlich erinnern, wir haben auswärts ein Testspiel gehabt gegen Everton. Und wie es Schicksal halt so wollte, ich habe mich wieder verletzt. Wieder am rechten Knie. Und ich weiß es auch nur ganz genau, die ersten Stunden waren schrecklich. Du weißt nicht, was es ist. Du weißt nicht, wie das Prozedere in einem neuen Verein ist, neuem Umfeld. Wie läuft es ab? Fakt ist, dass ich ein MRT am nächsten Tag bekommen habe, aber das Warten hat gefühlt ewig gedauert. Und an einen Moment kann ich mich noch erinnern. Ich war gerade in der Stadt, weil ich was erledigen musste. Es war, glaube ich, 2 Tage, nachdem die Verletzung passiert ist. Und mein Handy hat geklingelt. Und dann schaue ich rauf und es war die Nummer meines Physios. Und bevor ich noch was sagen konnte und abgehoben habe, war das Erste, was er zu mir gesagt hat, Vicky, ich bitte dich, dass du dich kurz hinsetzt. Setze ich mich hin, was kommt jetzt? Und dann hat er mir die Worte gesagt, die mir bis heute noch ganz stark in Erinnerung geblieben sind. Es tut mir leid, Vicky, dass ich dir das jetzt so ehrlich sagen muss, aber es ist deutlich schlimmer, als wir das erwartet und erhofft haben. Weil es ist ein daumengroßes Knorpelstück aus deinem Knie gebrochen, das es so nicht mehr zu ersetzen gibt. Es gibt Chancen, dass du zurückkommst, aber Vicky, ich glaube, es ist wichtig, dass du in die Zukunft blickst, gerade mit deiner Verletzungshistorie. Und ich muss dir auch ehrlich sagen, dass viele von dieser Verletzung nicht mehr zurückgekommen sind. Das war wie ein Schlag ins Gesicht. Mehr als das. Ich war verzweifelt. Ich habe geweint damals. Ich hab viel geweint. Ich konnte es einfach nicht glauben. Ich habe gedacht, als wäre mir das Glück nicht gegönnt. Und nach ein paar Tagen wirklich intensiver Reflexion und vielen Gesprächen mit meinen Ängsten, meinen Eltern, Vertrauten, hat es dann wirklich gemacht. Dann habe ich mir gesagt, ich bin in mein Bett gegangen, und ich habe mir gesagt, ganz ehrlich, Vicky,
du wirst dein ganzes Glück nicht von einer Verletzung abhängig machen und du wirst dein Glück wiederfinden. Und an dem Tag und in dem Moment und in der Stunde habe ich mir diese 10 Versprechen, die ihr vor euch seht, nicht nur gegeben, sondern ich habe sie tatsächlich auf Blatt Papier gebracht und habe sie unterschrieben. Habe meine Unterschrift drunter gesetzt und habe sie sozusagen verbindlich gemacht. Und diese 10 Versprechen sind meine persönlichen Leitplanken. Die trage ich in mir, für die stehe ich und die möchte ich gern mit euch teilen. Das erste Versprechen war, dass ich immer im Hier und Jetzt bleiben möchte und werde. Ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, nach so einer Verletzung oder nach so vielen Verletzungen oder jedes Mal aufs Neue kommen einem Fragen im Kopf wie, wieso schon wieder ich? Ist mir das Glück nicht gegönnt? Werde ich jemals wieder Fußball spielen können? Werde ich jemals den Stress von Arsenal London tragen können? Die Fragen haben mich gelöchert, die sind eingeschossen und ich konnte keinen Frieden mit mir finden. Und dann habe ich mir versprochen und habe gesagt, ganz ehrlich, du lass die jetzt zu ein paar Tage und jetzt gilt es aber, die Situation so anzunehmen, wie sie ist. Die Situation auch so zu akzeptieren, wie sie ist, weil zu dem Zeitpunkt habe ich keine Antworten auf die meisten Fragen gekriegt und das meiste ist schon passiert, das konnte nicht mehr geändert werden. Und von diesem Zeitpunkt an habe ich mir versprochen, dass ich jeden Tag so annehmen werde, wie er kommt. Jeden Tag für Tag, Schritt für Schritt, egal ob es ein guter oder ein schlechter Tag war. Und so bin ich auch in meine erste Operation damals in London und auch in meine zweite notwendige Operation gegangen. Liebe Leute, was mir dadurch einfach bewusst worden ist, die Vergangenheit ist wichtig, ja. Sie ist ein Wegweiser und die Zukunft ist auch wichtig, weil sie gibt einem auch eine gewisse Richtung vor oder Ziele definieren sich vielleicht über die Zukunft. Aber das wirklich Wichtige ist die Gegenwart, das Hier und Jetzt. Weil dort, genau dort und hier und jetzt passieren die Dinge. Dort beeinflusst du die Dinge und dort kannst du auch was wecken. Dort kannst du was, da passiert was. Das war ein Versprechen. Das andere Versprechen, das ich mir gegeben habe, ist, dass ich Emotionen zulassen werde, aber rational handeln werde, wenn notwendig. Eines habe ich gelernt in meinen Verletzungsphasen und in den Phasen, als es mir nicht gut ging. Dass es okay ist, wenn es einem nicht okay geht. Dass negative Gefühle wie Trauer, wie Angst, wie Enttäuschung, wie Ratlosigkeit, dass die okay sind. Dass die zu uns Menschen gehören, genauso wie die Luft zum Atmen. Und dass das sogar die Emotionen sind, die uns manchmal antreiben, die uns auf dieses nächste Level sozusagen bringen. Das heißt, das habe ich mir versprochen, dass es okay ist, diese Emotionen zu haben und diese zuzulassen. Aber, dass ich im nächsten Schritt und dann, wenn notwendig, rational handeln werde. Und ich weiß nicht, ob wahrscheinlich gab es oder habt ihr auch schon mal die ein oder andere Operation hinter euch. Und ihr wisst dann, da muss man Entscheidungen treffen, gerade als Sportler, als Berufssportler. Wer operiert einen? Wo wird man operiert? Wie verläuft die Reha? Welche Operationsmaßnahme wird gewählt? Gerade mit meiner Historie, mit 7 Operationen, ist natürlich jede kleine Entscheidung wichtig. Und das hat so viel Klarheit und so viel Energie erfordert, dass ich absolut rational handeln musste, dass Emotionen zu diesem Zeitpunkt absolut fehl am Platz waren. Und das habe ich mir versprochen. Aber ich habe mir auch eines versprochen, dass ich dankbar sein werde für das, was ich habe. Und das mag jetzt vielleicht komisch klingen oder für den einen oder anderen vielleicht nicht so nachvollziehbar sein, aber in meinen schlimmsten, schlechtesten und schwierigsten Phasen habe ich die größte Dankbarkeit gespürt. Die größte Dankbarkeit für banale oder weniger banale Dinge, aber für Dinge, die normal selbstverständlich scheinen. Für unsere Familie, für unsere Freunde, für Mitspielerinnen, Kollegen, wie auch immer. Ich war dankbar für jeden einzelnen Besuch, den ich damals gekriegt habe. Dankbar für jede Nachricht, für jeden Anruf, für jede Mini-Geste, die ich bekommen habe, weil das mir geholfen hat.
auch, ich war dankbar für London, London als Ablenkung zu haben. Was ich gelernt habe, ist, dass absolut nichts auf dieser Welt selbstverständlich ist. Denn wäre das selbstverständlich, dann müssten wir eh nichts für unser Glück, für unser Erfolg und für unsere Zufriedenheit tun. Und das war nicht nur ein wichtiges Versprechen, sondern auch eine wichtige Erfahrung. Ein weiteres Versprechen, das sie mir gegeben hat, ist, dass ich immer an das Unmögliche glauben werde. Und ich möchte euch in dem Zusammenhang ein Video zeigen. Ja, weil ich hätte mal gerne eine Profifußballerin werden. Das wäre mein. Also, meine österreichische Kollegin unter den Zuhörern, die versteht es wahrscheinlich, die anderen vielleicht, übersetzen mal auf Hochdeutsch. Ich habe gesagt, wenn ich einmal groß bin, möchte ich mal Profifußballerin werden. Das ist mein Ziel. Das war übrigens mein erster Fernsehauftritt mit, glaube ich, 9 Jahren, damals im Sturm Graz-Dress, nur so nebenbei erwähnt. Was ich aber damit sagen will, als ich damals mit 8 oder 9 im eigenen Garten Fußball gespielt habe, habe ich mir auch nicht erträumen können oder vorstellen können, dass ich Jahre später professionell Fußball spielen werde. Als ich dann auf professionellem Niveau gespielt habe, in der österreichischen ersten Bundesliga in Graz, hätte ich mir auch nicht gedacht, dass ich Jahre später und bei Arsenal London, bei Bayern München unter Vertrag stehe und die österreichische Nationalmannschaft als Kapitänin aufs Feld führen werde. Aber als ich vor 2 Jahren 2-mal unters Messer musste, die Reha mehr Rückschritte als Fortschritte gebracht hat, sage ich euch ehrlich, habe ich auch nicht wirklich mir vorstellen können, dass ich bald oder irgendwann wieder am Platz stehen werde. Aber tief in mir drinnen habe ich gewusst, dass Unmögliches möglich ist. Aber dieses Unmögliche kann einem nur gelingen, wenn man es selber für möglich hält. Und deswegen habe ich auch gewusst, dass ich und habe mir versprochen, dass ich nie meine Träume aus den Augen verlieren werde und dass ich immer, immer glauben werde. Ein weiteres Versprechen, das ich mir gegeben habe, ist, dass ich mein Allerbestes geben werde. Und ich glaube, jeder von uns kennt das Gefühl, wenn man irgendwas bereut oder man hat das Gefühl, man hat nicht alles getan oder hätte das noch besser machen können. Aber ich habe damals eigentlich schon sehr früh, das war mit nur 17 Jahren, als ich meinen ersten Kreuzbandriss gehabt habe ich gewusst, ich will nichts bereuen und vor allem, ich will nichts dem Zufall überlassen oder nicht alles tun, was ich meiner Macht tun kann. Und deswegen habe ich mir versprochen, dass ich mein Bestes und nur mein Allerbestes akzeptieren werde. Und daran habe ich mich erinnert, wenn es mal nicht so lustig war, wenn es mal scheiße war, wenn ich müde in der Früh war, wenn ich mal keine Motivation gehabt habe, wenn das Knie mal schlecht war. Dann habe ich mich erinnert, dass jeder Tag zählt, dass jede Entscheidung zählt, jede Übung, jeder Durchgang, jede Wiederholung. Und ich glaube, ich habe in meinen ganzen Jahren an Profikarriere keine einzige Übung ausgelassen, weil ich gewusst habe, jeder Schritt zählt. Und das war das Versprechen, das mir natürlich, glaube ich, auch in diesen Jahren immer wieder diesen Push gegeben hat. Aber ein weiteres Versprechen, das ich mir gegeben habe, war, dass ich auf meinen Körper hören werde und muss, weil der wird mir meine Grenzen anzeigen. Und es ist natürlich ein schmaler Grat, alles rauszuholen, aber sich die nötigen Pausen zu gönnen. Aber selbst ich habe lernen müssen, dass manchmal weniger mehr ist. Und ich glaube, egal ob im Sport, im Profisport, in der Wirtschaft oder sonst wo, der Körper bestimmt das Spiel und der bestimmt die Regeln. Und ich glaube auch, dass ich leider sehr früh lernen habe müssen und akzeptieren habe müssen, dass mein Körper nicht nur das Tempo, sondern auch die Richtung vorgibt. Das war nicht einfach, bin ich ehrlich, weil man das Gefühl hat, man hat es nicht unter Kontrolle. Aber ich habe gelernt, dass es mein wichtigster und mein allerwichtigster Partner ist. Und dass ich Schwellungen im Knie,
dass ich dann zurückschalten muss, dass bei Schmerz das ein Warnsignal ist, dass ich auf keinen Fall und niemals überhören darf. Und das war ein ganz, ganz wichtiges Versprechen. Ein weiteres Versprechen war, nicht nur auf den Körper, sondern vor allem auf das Herz zu hören. Weil das wird mir meine Bereitschaft zeigen. Und da habe ich eine ganz lustige Geschichte dazu. Damals, ich glaube, das war eine der letzten Verletzungen, hat mir gute Freundin relativ in der frischen Verletzungsphase angerufen und hat eines der ersten Dinge war, die sie gesagt hat oder mich gefragt hat, du Vicky, hast du eigentlich nicht irgendwann genug davon? Hast du nicht irgendwann die Schnauze voll? Willst du dir das immer wieder antun? Und ich sag's euch, das hat mich getroffen. Diese ehrliche und direkte Frage von einer engen Freundin, das trifft einen. Aber gleichzeitig habe ich tief in mir drinnen ein Kribbeln gespürt. Und das war die Antwort. Nein, ich habe noch nicht genug. Mein Herz sagt mir, es lohnt sich. Es lohnt sich zu kämpfen und hart zu arbeiten und sich das nochmal anzutun. Und wie, glaube ich, sonst auch oft im Leben, auf unser Herz ist schon Verlass. Wir müssen halt nur darauf hören. Ein wesentliches Versprechen, das war, dass ich mich nur mit guten Menschen umgeben möchte. Das klingt jetzt einfach, war es zum Teil, aber zum Teil auch nicht. Und das werde ich euch erklären, wieso. In meinen schwierigsten Phasen war mein persönliches Erfolgsteam, so wie ich das immer nenne, mein wichtigster Anker. Meine Familie, meine Eltern, Bruder, Schwägerin, all meine Kinder in der Familie, meine Freunde, meine Mitspielerinnen. Und ich habe mir versprochen, dass ich mich nur mit denen umgeben werde, weil die sind diejenigen, die mir gut tun. Und gleichzeitig, und das ist jetzt der andere, das Gegenteil, habe ich mir versprochen und mich dazu zwingen müssen, mich von den Menschen fernzuhalten, die mir nicht gut tun. Die, die negativ reden, die mir jeden Prozentteil an Energie rauben, den ich eh schon damals für die Reha braucht hat, die so zermürbend verlief. Jeder Prozentteil an Positivität hat mir geholfen und an Negativität hat mir runterzogen. Und das war ein ganz wichtiges Versprechen. Und ich persönlich bin extrem dankbar für mein persönliches Erfolgsteam, weil das waren diejenigen, die für mich da waren, als es scheiße lief, als es mir nicht gut ging, als ich nicht mehr wirklich an mein Comeback geglaubt habe. Aber das waren auch diejenigen, die mit mir die allergrößten Erfolge gefeiert haben. Deutsche, englische Meisterschaften, Pokalsiege, den dritten Platz bei der Europameisterschaft in Holland. Und wie ihr euch vorstellen könnt, wir haben natürlich auch gefeiert. Diese Erfolge feiert man natürlich dann gemeinsam und umso extremer, wenn man weiß, was hinter einem liegt und was man gemeinsam hinter sich hat sozusagen. Und das Wesentlichste für mich aber dennoch, das sind die Leute, die mich nie nur als Fußballerin gesehen haben, sondern stets als Mensch. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Ein weiteres und das vorletzte Versprechen, das ich mir gegeben habe, war, dass ich mir immer Ziele setzen werde. Und ich bin der Meinung, dass man aus Rückschlägen sowieso nur zurückkommen kann, wenn man weiß, wohin die Reise gehen soll, wohin es geht, wohin man will. Und ich habe mir aber nicht nur diese Ziele gesetzt. Ja, ich will von meinem zweiten Kreuzbandriss wieder zurückkommen. Nein, ich habe diese Ziele runtergebrochen. Ich habe mir Meilensteine und untergeordnete Ziele gesetzt. Ob das war, ich will die Stiegen ohne auszuweichen runtergehen können. Ich will die Krücken schneller als erlaubt weg haben. Mini-Ziele, die für euch wahrscheinlich jetzt banal klingen oder lustig fast schon. Aber was glaubt ihr, wie glücklich ich war, als ich das erste Mal gehen konnte, wieder ohne Krücken? Als man das erste Mal wieder laufen kann ohne Schmerzen? Als man den ersten Mini-Muskel wieder sieht am Oberschenkel? Das sind banale Dinge. Aber hätte ich mir diese Ziele und Meilensteine nicht definiert, wären die auch nicht so besonders gewesen. Und für mich das Wesentliche war ja auch, dass das, diese kleinen Ziele Tag für Tag, dass das diejenigen oder die Dinge sind, für die man jeden Tag aufsteht, für die man kämpft, für die man sich
für die man Opfer bringt. Und ein ganz, ganz wichtiges Versprechen meiner Meinung nach. Das letzte Versprechen, liebe Zuhörer, das war, dass ich immer einen Plan B bereit haben möchte und immer reflektiert bleiben möchte. Was ich damit sagen will, ist, dass ich sehr viel hinterfragt und mich gefragt habe in der Verletzungszeit, viel reflektiert habe, wer bin ich eigentlich? Bin ich Viktoria Schnaderbeck, die Profifußballerin? Bin ich Viktoria Schnaderbeck, die mit den gefühlten unzähligen Verletzungen? Bin ich Viktoria Schnaderbeck, die Masterstudentin? Wer auch immer ich für euch bin, im Grunde bin ich jeder dieser Personen. Ich bin Viktoria Schnaderbeck und ich weiß, dass ich sehr hohe Ansprüche an mich habe. Privat, beruflich und natürlich auch sportlich. Und da ist es für mich ja nur logisch, dass ich mich nicht nur in meiner Blase als Profifußballerin bewegen möchte, beziehungsweise dass das Leben für mich mehr zu bieten hat als Titel, Prämien, Fernsehauftritte etc. etc. Und deswegen bin ich auch so ein großer Befürworter von Säulen im Leben. Und natürlich ist Fußball oder der Beruf eine Säule, aber es gibt viele andere, Familie, Freunde, der Partner, Hobbys, Herzensangelegenheiten, wie zum Beispiel hier meine Organisation in Tansania. Und diese Säulen haben mir extrem geholfen, weil ich wusste, wenn die eine wegbricht, wenn der Fußball wegbricht, fangen mich meine anderen Säulen auf. Und natürlich muss man diese Säulen gleichmäßig auch pflegen, wie auch in jedem anderen Bereich im Leben. Aber ich habe gewusst, wenn Plan A nicht funktioniert, habe ich Plan B in der Tasche. Und das hat mir zum einen diese nötige Gelassenheit gegeben, aber zum anderen auch den wichtigen mentalen Ausgleich. Liebe Leute, ich glaube, das waren meine 10 Versprechen. Und ich glaube, wenn man das alles zusammenfasst, kann ich sagen, dass das Leben für mich manchmal wie ein Spiel ist, wie ein Fußballspiel. Warum? Weil es viele verschiedene Wege, viele verschiedene Strategien, Taktiken, Methoden gibt, wie man den Ball ins Tor kriegt. Aber ich glaube, das Wesentliche ist, jeder muss für sich herausfinden, mit welcher Strategie er am erfolgreichsten, am zufriedensten und vor allem am glücklichsten ist. In diesem Sinne hoffe ich, dass ich euch ein paar Impulse mitgeben konnte und bleibt mir auch nichts anderes mehr zu sagen, außer nutzt und genießt die Zeit, weil sie kommt nicht wieder zurück. Vielen Dank. Bravo, Vicky. Also bravo. Standing Ovation von hier. Ne? Ich muss aufstehen und mich verneigen. Also selten so beeindruckend und ich bin hier auch ein bisschen im Chat schon unterwegs gewesen. Also erstmal ganz, ganz lieben Dank. Ich glaube auch im Namen aller Teilnehmenden, ich glaube, es war selten so berührend. Ich weiß nicht, so die Mitstreiter, die so 6:30 ja schon ein bisschen länger kennen, selten so berührend gewesen. Auch die Rückmeldung hier, bravo und auch Respekt. Jetzt vielleicht mal vorab, bevor ich jetzt hier mich mit meinen Fragen an die Vicky in die erste Frage, bitte, also wer jetzt was fragt, bitte ruhig das Mikro aufmachen und dann direkt die Vicky ansprechen. Ich gehe mal gleich ein bisschen in den Chat, ein bisschen nach oben. Der ein oder andere hat sich an unseren Vortrag von Marc-Patrick Meister erinnert in der FOM seiner Zeit, der ja mittlerweile über den DFB dann auch dann später, also der ist ja Trainer, war auch schon bei uns. Der Hermann hat eine Frage da muss ich dann nochmal Sie direkt fragen, weil Sie sagen, Sie erinnern sich an einen inhaltlichen Aspekt aus den 18er Jahren, wo Jürgen Klopp was gesagt hat. Wie kann man das Versprechen von Jürgen Klopp aus seiner Zeit beim BVB in unseren eigenen Alltag transportieren? Herr Hermann, einfach ganz kurz Mikro aufmachen und nochmal kurz konkretisieren, dann direkt die Vicky fragen. Ja, nee, ich habe das in Erinnerung, das war auch in dem Vortrag von dem Marc-André Meister, da hat er das erwähnt und ist auf diese Themen eingegangen, auf diese Versprechen, wir haben unsere Versprechen ja, jetzt gesprochen, stimmt. Haben der Brücke, die kann man jetzt hier schließen, das ist ideal, ja. Und das ist ganz toll hervorgehoben worden,
was das ja so eine Kabinen-Thematik war und die herausragend war, ist in der Zeit von Jürgen Klopp, wie er praktisch seine Leute motiviert und mit welchen Statements und Überzeugungsarbeit er das Ganze dann verpackt. Und das war also absolut herausragend. Ja. Also das blieb mir in Erinnerung, so als Lessons learned. Ja, ich erinnere mich jetzt. Vicky, habt ihr auch in eurer, wenn man jetzt mal die Brücke schlägt, weil der Jan-Patrick Meister hat damals vom BVB erzählt, als Jürgen Klopp Trainer war, der hat das, ich kann mich jetzt erinnern, vielen Dank für den Beitrag. Der hat an der Wand in der Kabine so ein Whiteboard gehabt, da hat er so Regeln hingeschrieben, wofür wir stehen. Habt ihr das bei Arsenal auch? Wir haben das jetzt nicht in der Kabine als solches fixiert, aber es gibt bei uns schon, ich sag mal so, eine Spielkultur, Spielphilosophie mit gewissen Prinzipien, die wir verfolgen. Aber das ist eigentlich mehr sportlich orientiert. Wir haben eine Kultur, der Trainer will eine Kultur, die wir selber kreieren, die nicht vorgegeben, plakatiert ist, aber wir haben das in Bayern München tatsächlich gehabt. Wir hatten damals einen Spruch und den haben wir alle unterschrieben auf Blatt Papier. Und das war sozusagen unser Leitbild. Aber das war natürlich ein Teil davon. Okay. Weitere Fragen aus der Runde? Ja, ich würde mich kurz zu Wort melden, wenn ja, klar, Herr ich darf. Ja, klar. Also erstmal herzlichen Dank für den wirklich kurzweilig erfrischenden Vortrag. Das sind tatsächlich Punkte dabei, die ich für mich gerne klauen würde, ja, von dir. Danke dafür. Und was mich an der Stelle interessiert, wie ist denn dein Plan B? vielen Dank für die Rückmeldung, das freut mich wirklich sehr. Und umso schöner, wenn du vielleicht den einen oder anderen Punkt für dich mitnehmen kannst. Mein Plan B war eigentlich insofern, ich habe nie einen klaren Plan B gehabt, im Sinne, wenn ich aufhöre, fange ich in dieser Firma als Beraterin 40 Stunden in München an. Aber was ich mit Plan B meinte, ich wollte immer neben dem Fußball was machen. Klar, das Abitur habe ich damals in München fertig gemacht, aber ich habe dann mein Bachelorstudium gemacht, mein Master und habe eigentlich während meines Studiums auch immer Praktika gemacht, einfach um A, diesen Bezug zur wirklichen Realität, nicht nur der Fußballrealität, zu verlieren und auch, damit ich dann einen schnellen Einstieg hätte, wenn es dazu kommt. Auch wenn ich jetzt nicht genau diesen konkreten hatte, aber eben durch meine Ausbildungen und Fortbildungen hat mir das schon eine gewisse Gelassenheit gegeben, wo ich wusste, okay, andere in meinem Alter studieren jetzt auch gerade und sind ungefähr am gleichen Level und ich mache halt für noch Fußball. Herr Buchsteg, Sie haben eine Frage. Sie haben sich gemeldet, die Hand gehoben. Ja, der hört mich nicht. Der hat eine Hand gehoben. Jetzt ist er nicht. Du, Vicky, aber was mich natürlich, also die deine 10 Versprechen, die sind ja alle irgendwie in sich stimmig, die verzahnen sich. Ich dachte mir so, ja, ich finde mich da irgendwie, ich finde mich wieder, ja, ich genau, höre auf dein Herz, ne? Und wie schaffst du es wirklich in einer Balance? Gibt es eine, kann man mal die 10 stehen, die nebeneinander, gibt es eine Prio? Oder sagst du, das ist mir jetzt mehr wichtiger? Oder wie hältst du sie in der Balance? Kannst du mir da nochmal ein bisschen was mitgeben? Weil die 10 Punkte, die stehen jetzt für mich, wo ich sage, ja, da bin ich dabei, ja, gebe dein Bestes. Ist es dann immer im Moment dann die Situation, wo es dann eines der Versprechen eingelöst wird am Tag, wo du sagst, ja, genau, das ist jetzt der Punkt und hey, und da gibt es keine so eine Prio oder was würdest du uns mitgeben? Muss man die quasi jeden Tag sich so hinkleben und sagen, ja, Mensch, hier am besten noch direkt neben im Badezimmer neben dem Spiegel, ne? Immer wieder daran erinnern. Na, das stimmt schon. Also am Anfang in dieser Zeit, wo ich geschrieben habe, dass es mir nicht gut ging, ja, habe ich die wirklich hingeschrieben und da habe ich die tagtäglich mich vor allem daran erinnern, dass ich im Hier und Jetzt bleibe, dass ich genau Signale wahrnehme, dass ich auch Emotionen zulasse, dass das okay ist, dass ich für die Dinge, die vielleicht jetzt gerade so scheiße sind, dass es aber auch Dinge gibt, für die ich dankbar bin. Also die haben mir tatsächlich geholfen, um dann diese Negativität in Positivität umzuwandeln.
Wissen und auch Energie zu gewinnen. Das ist eine, aber jetzt im Alltag, wenn man gesund ist, vielleicht in einer guten Phase ist, hat man jetzt diese, oder habt ihr jetzt nicht, dass ich jeden Tag drauf schaue, aber es gibt immer wieder Dinge, an die ich mich erinnere, oder an jeden Tag gibt es irgendwelche Dinge, die vielleicht jetzt nicht optimal sind. Und dann beispielsweise mit den Leuten. Ich habe mir eigentlich nicht nur für meine Verletzungen, sondern auch für mein privates Umfeld gesagt, ich möchte nur mit Menschen zusammen sein und Zeit verbringen, die mir gut tun, die positiv sind und nicht negativ sind. Das ist was, was ich jeden Tag machen kann und woran ich mich erinnere, weil man erwischt sich ja dann selber wieder dabei, dass man da abdriftet. Und genau auch dankbar zu sein. Ich habe diese Liste, dass ich jeden Tag 3 Dinge aufschreibe, für die ich dankbar bin. Oder nette Taten. Das ist, wenn man selbst ein nettes Gespräch mit einem Unbekannten auf der Straße hat, das ist auch was Nettes. Also dieses Mindset zu entwickeln, dass für diese Dinge, die mittlerweile schon sehr verinnerlicht sind in mir, dann ist es eigentlich, musst du auch nicht mehr so viel nachschauen oder draufschauen. Aber ich weiß, wenn es dann wieder Phasen gibt, wo es einem weniger gut geht, dann erinnere ich mich wieder sehr stark an diese Punkte. Hast du dann so eine Art Tagebuch, dass du das so mitführst? Also, weil wo schreibst du die 3 Sachen rein? Genau, also ich führe kein Tagebuch als solches. Ja, so ein Buch, wo, das ist, nennt sich sogar Gratitude Diary, also Dankbarkeitstagebuch. Oh, okay. Da kann man das auch reinschreiben. Man kann es aber auch prinzipiell in einem Notizblock und auch schreiben. Es geht, glaube ich, mehr um sich die Zeit zu nehmen, zu reflektieren und diese Dinge runterzuschreiben. Weil ich bin mir sicher, auch bei euch, ihr kennt es, man hat einen Scheißtag, aber du fangst an, Dinge zu suchen, die nicht schlecht waren, sondern Dinge zu suchen, die gut sind. Und das ist Routine, das ist auch Übung. Ja. Also ich glaube tatsächlich, du bist ja so in sehr viel Spekulativen, das Umfeld ist immer spekulativ und dann, wie könnte es werden? Die wenigsten leben ja im Hier und Jetzt, was ich so für mich so immer feststelle. Ich finde es sehr beeindruckend, dass du sagst, als erstes im Hier und Jetzt bleiben. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz große Herausforderung. Ja? Also wenn du sagst, ja, Mensch, ich komme nach London, da erwartet mich so eine tolle Stadt und dann ein Umfeld und dann kaum bist du da und dann schon liegst du schon wieder auf dem Tisch, ja, und musst dein Knie irgendwie richten lassen und das dann schon auch irgendwie dann schon etwas, ich glaube, die Phasen, diese Sinuskurven, die du dann hast, die, glaube ich, schaffst du durch dein Mindset dann wirklich klein zu halten, oder? Dieses rund, also vor allem, wenn ich denke, dass dann die unteren Ausschlag nach unten, ja, ich glaube, dass dein Sinusausschlag nach unten deutlich kleiner ist als so manch andere, ne? Ich meine, das habe ich ja auch gesagt, also diese Kurven nach unten, die sind schon okay. Und ich glaube, es wäre schlecht, wenn ich mir jetzt sagen würde, es geht nur so oder es gibt diese Phase nicht. Ja. Weil, das habe ich auch gesagt, es ist okay, dass Tage auch dabei sind, wo es einem nicht gut geht. Und da zu sagen, alles ist super, prima, das ist ja nicht Sinn und Zweck. Aber die Frage ist, das auch als solches zu akzeptieren, anzunehmen und der nächste Tag wird besser. Und manchmal muss man es halt einfach so hinnehmen und meistens ist dann Ablenkung auch ganz gut. Ah, okay. Ich würde mal ganz gerne nochmal so ein bisschen, ich bin ja Kaufmann, du weißt ja, ich bin so ein Wirtschaftler, ja, sind wir so, beobachtest du natürlich das Fußballgeschehen eher mehr so von der Profession, ja, was wird dann, wie bewegt sich so dieses Geschäft, ja, das ist ja so ein Geschäft. Wie kannst du dann mit deinem Mindset in diesem auch sehr kalten Geschäft, ich glaube, da geht es um Unterschriften, da geht es um Verträge, ja, da wird knallhart verhandelt, ja, wie kannst du dann dort bestehen, dass du dann diesen Weg, also es fühlte sich, also aus deinen Ausführungen habe ich so mitgenommen, das fühlte sich richtig an, nach London zu gehen, für dich persönlich. Und dass es dann so gekommen ist, dazu gehört aber auch irgendwie ein Vertrag, da muss alles möglich unterschrieben werden, da gibt es Berater und dann kommt der Club, dann Ablösensummen und hin und her. Ich weiß nicht, wie es im Frauenfußball tatsächlich ist, vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen so diese Spiegelung aus deiner Wärme, wo du sagst, hey, das hat viel mit Herz und dann kommt auf einmal diese nüchterne Prozedur des Profifußballs. Eine ganz wesentliche Sache ist, das auszublenden und da wieder wirklich im Hier und Jetzt zu bleiben.
Also okay. Über Dinge Gedanken zu machen, die ich eh nicht beeinflussen kann, wie das ganze Umfeld. Und das würde mir meinen Fokus und auch meine Energie nehmen. Ich muss mich auf mich konzentrieren, weil alles andere kann ich nicht beeinflussen. Das ist das eine. Aber das andere auch zu wissen, dass man im Fußball nur eine Nummer ist. Und das klingt blöd, aber es ist tatsächlich, okay. Das Fußballbusiness ist hart und es gibt Wertschätzung und Dankbarkeit gibt es nicht. Wenn ich bis zu Tag XY die wichtigste Person im Verein bin und war, bin ich ab Tag der Verletzung unwichtig. Der Trainer braucht mich nicht, kann mich nicht einsetzen, interessiert sich keiner. Und das ist auch, es ist hart, aber das muss man einfach akzeptieren, das muss man wissen und ist keine schöne Erkenntnis, aber ist leider so. Das erinnert mich so ein bisschen an den Spruch, wenn man so als Mitarbeiter in einer Firma ist, gut, jetzt bin ich selbstständig, jetzt ist meine Situation eine ganz andere, aber wenn ich mich so früher erinnere, dann gab es ja irgendwann mal immer so den Spruch, ja, jeder ist ersetzbar, ne? Also so, ja. Also es ist ja im Berufsalltag genauso, ja, jeder ist ersetzbar und keiner braucht glauben, wenn ich hier sozusagen eine wichtige Rolle spiele, dass irgendwann später jemand dann drum trauert, dass ich da war, also vielleicht schon, aber so ja. Gefühlt. Ja. Also ist ja, glaube ich, nicht nur im Profifußball so, oder? Nee, ganz genau. Also ich glaube, ich sage mir das immer in Phasen, wo es extrem gut und extrem schlecht läuft. Wenn ich ein Scheißspiel habe, ja. Dann sage ich mir ganz ehrlich, es gibt Dinge, die wichtiger sind und es ist nur ein Fußballspiel. Ja, genau. Es sind nur 90 Minuten. Ich versuche es mir zumindest einzureden. Das funktioniert ja nicht immer so, aber ich rede es mir ein. Und dann, wenn ich aber super drauf bin und wirklich, man glaubt, ja, alles super top, dann sage ich mir selber aber auch, nicht zu wichtig nehmen. Dich selber und das Ganze nicht zu wichtig nehmen. Dadurch schaffst du halt immer, dann schaffst du nicht das, sondern das. Und du triffst dich in der Mitte und du bist dir auch dessen bewusst, dass es auch nur ein Spiel ist. Und das heute nach dem Spiel hast du dieses Adrenalin und das spürt man tatsächlich. Und ein paar Stunden später sitzt du am Sofa und denkst eigentlich, es ist schon wieder vorbei. Jetzt, es zählt schon nicht mehr. Jetzt, es zählt schon wieder nur der nächste. Ja, klar. Und ja, klar. Genau, das auch sich oder sich dessen bewusst zu sein, ist schon auch wichtig. Oder sich auch immer wieder bewusst zu machen. Ja. Also es gibt ja immer so. Wenn wir jetzt im Fußball, ich gehöre ja auch zu den 80 Millionen Fußball-Bundestrainern hier in Deutschland, ja. Und wenn du dann also das beobachtest, dann gibt es ja immer so in Mannschaften so Hierarchien. Ja, so Hierarchien. Du bist jetzt bei der österreichischen Nationalmannschaft der Kapitän. Wenn ich dich jetzt so als Person wahrnehme und dann kann ich, glaube ich, als jüngere Spielerin von dir unheimlich viel lernen, gibst du dann in der Mannschaft, also im Training oder auch so mal bei irgendwelchen Gelegenheiten, auch bei Arsenal, deinen Mitspielerinnen, dass man so gewisse Sachen auch shared oder lernt? Oder lässt sich da jeder, ist man da so ein bisschen doch irgendwie auf sich selbst gestellt? Wie ist das da bei euch? Also in der Nationalmannschaft bin ich Kapitänin und sehe ich mich schon auch in der Rolle, Führung zu übernehmen. Ja. Ich sag mal so, noch mal mehr gezielter als jetzt bei Arsenal. Das sind alles. Bei Arsenal haben wir Top-Spielerinnen auf internationalem Level, die wissen eigentlich, was es bedeutet, umzugehen. Die spielen in Weltmeisterschaften, Olympischen Spielen mit, also die kennen das. Aber in der Nationalmannschaft haben wir natürlich immer wieder junge Spielerinnen, die teilweise noch in Österreich spielen, die noch unerfahren sind, die nicht wissen, wie sie damit umgehen können. Was mir immer ganz wichtig ist, ist, klar, erstmal eine flache Hierarchie zu schaffen oder zumindest insofern, dass jeder sich wohlfühlen muss. Dass wirklich jeder das Gefühl hat, ich fahre gern zur Nationalmannschaft. Es gibt da keinen, der mich ausschließt. Und natürlich, und das mache ich schon bewusst und gezielt, gehe ich auch sehr stark auf unsere jungen Spielerinnen zu. Frage um ihr Feedback, wie es ihnen gefällt, versuche ins Gespräch zu kommen. Knüpfe natürlich an Gesprächsthemen an, wo die sich wohlfühlen, ob das mal Schule ist, ob das mal ihr Heimatort ist, einfach um das Eis zu brechen, um zu denen das Gefühl zu geben, man kann ein Gespräch auf Augenhöhe führen, logischerweise, aber meistens haben die dann sehr viel Ehrfurcht, dass die erstmal zum Stoppern beginnen und das versuche ich ihnen zu nehmen, weil eins ist auch klar, man kann nur dann die beste Leistung bringen, wenn man sich wohlfühlt in einer Arbeitsumgebung und da sehe ich mich einfach in der Rolle, weil
es wird sich ja irgendwann dann auch auf die Leistung der ganzen Mannschaft auswirken. Dann hast du aber zwei unterschiedliche Rollen. Ne? Bei Arsenal sind wahrscheinlich lauter Alpha-Tiere, ja, so jeder, der so weiß, wovon er spricht. Und dann bei der österreichischen Nationalmannschaft, dann bist du so ein bisschen das Vorbild dann. Ne? Also so ein bisschen so die, hast du dann eine andere Rolle. Wie kommst du da damit zurecht? Weil bei Arsenal, wie ist es da? Gibt es da auch so eine Leaderin? Also so, wenn er so, also wenn so, ich kenne den Kader nicht, ja, also. Weiß ich nicht, aber das könnte ja. Dann ist anders. Ne? Ja, da gibt es ja auch Kapitäne oder Kapitänin, die übernimmt organisatorische Aufgaben und die Verantwortung, logisch. Und da gibt es auch solche Gespräche. Nur, sag ich mal so, ist es mehr ausgeglichen, während in der Nationalmannschaft hast du mehr diese zwei, drei Leute, die von denen wird erwartet oder die müssen vorangehen. Okay. Arsenal auf dem Top-Niveau musst du erwarten, dass jeder mit diesem Druck klarkommt, dass jeder ein Stück weit als Spielerin komplett ist. Mhm. Und da gehört natürlich auch der Aspekt dazu. Ah, okay. Ja, ich find das sehr spannend, also dass du da quasi diese Mischung einerseits eben so ein bisschen voranschreiten in der Nationalmannschaft, ja, dass die Jüngeren dann auch mitnehmen. Und bei Arsenal quasi bist du unter den Stars. Gibt es da eigentlich da so Allüren auch, so Divas und sowas? Also wo du kennst es ja auch beim Männerfußball auch, dann wenn so ein Stars, wenn so eine gespickte Mannschaft mit lauter Stars, ich glaube, also Bayern ist Nein, ja auch... Ne? Ja? Bitte? Ja, genau, Herr Andreas. Bei Bayern, jetzt kommst du mal da rein. Jetzt komm, jetzt sag du mal was dazu. Mach du erstmal fertig. Aber bei Bayern ist ja auch so gespickt mit Stars und dann nimmst du immer hier so wahr, weil das ist halt so direktes Umfeld hier, weil ich sitze ja in Rosenheim, das ist ja nicht weit von München, dann kriegst du quasi immer mit, was da bei den Bayern los ist. Schwer zu trainieren, ja, der Müller sitzt auf der Bank unter dem Kovac und jetzt spielt er da Weltklasse wieder voran. Also irgendwie kommt man da nicht zurecht. Ist das bei Arsenal mit dem Trainer und so, gibt es da auch so solche Themen? Und dann darfst du, Andreas. Ich sage immer, umso besser das Team, umso höher das Level und umso näher du dich an die Spitze annäherst, desto schwieriger wird es, was die ganze Mannschaft betrifft. Weil in der Regel hast du nicht nur 11 gute Spieler, Spielerinnen, in der Regel hast du einen Kader von 20, die sind alle Nationalspieler, die sind irgendwo Kapitäne, die wollen alle spielen. Und da spielt es dann keine Rolle, ob die 30, 40 oder 50 Millionen Ablöse gezahlt haben. In dem Moment will jeder spielen. Und da bedarf es schon natürlich einer Führungskraft, die so einen Haufen dann managen und trainieren kann. Das ist ganz logisch. Also, und es ist offensichtlich, dass es manchen mehr und manchen weniger gelingt. Und jede Mannschaft ist anders. Mhm. Es gibt unterschiedliche Spielertypen. Es gibt Divas, auch bei uns. Okay. Im Frauenfußball generell. Und das ist ja nicht mal noch schlecht. Man muss auch diese zur Entfaltung bringen. Also es ist ganz ein schmaler Grat. Es ist auch viel von Kultur, wie in der Wirtschaft mit Unternehmenskultur, gibt es auch im Fußball die Vereinskultur, die Philosophie. Typen, Persönlichkeiten. Also das ist ganz normal, ja. Okay, Andreas, jetzt hau du raus. Genau, mir liegt da auch noch eine Frage. Die Zukunft, jetzt mal so ein bisschen nach vorne geschaut, liegt die dann eher im Fußball und Umfeld, vielleicht also ich als Trainerin oder wie heißt das so schön, der Oliver Kahn, was ist der so im Sportmanagement oder im Vorstand liegt Bayern, die Zukunft eher im Bereich Webparte? Oder Kommentatorin bei Spielen im Fußball? Ja, also ich sehe mich zumindest aktuell nicht direkt im Fußball involviert als Trainerin. Okay. Einfach aus dem einfachen Grund, weil ich glaube, dass ich dann es genießen werde, nicht mehr so eingespannt zu sein. Also an diesem klaren und permanenten Zeitplan. Und deswegen, ich habe zwar die Trainerausbildung jetzt in England gemacht, die Jugend- und Jugend- und Kinderausbildung, aber ich sehe mich nicht in der Rolle. Ich könnte mich vorstellen, ich weiß nicht, ob es jetzt Management-Rolle ist oder mehr als beratende Coaching-Person in so einem Umfeld, weil natürlich im Management auch eins wieder klar ist, es ist auch ein hartes Geschäft. Also ich glaube, umso mehr du diesen menschlichen Zugang von einer Position finden kannst, desto wohler würde ich mich fühlen. Nicht, weil ich nicht knallhart sein könnte, aber weil
das einfach, glaube ich, mir nicht so Spaß machen würde, wie Menschen zu helfen, weiterzubringen. Und ob das dann mehr in so einen pädagogisch-psychologischen Bereich geht oder komplett als Externe, weiß ich nicht, aber würde ich so am ehesten, glaube ich, für mich passend finden. Mhm. Danke. Danke auch. Ja. Ich glaube tatsächlich, ich meine, du hast es ja mal irgendwie gesagt, du, als wir zum Anfang uns kennengelernt haben, da war ja so, also erstmal muss ich dir auch ganz, ganz tolles Lob aussprechen, als ich da deinen allerersten Vortrag gesehen hatte mal, das war ja, ich weiß gar nicht, da hat man schon mal gesprochen, da war es noch ganz anders als heute. Also ganz offen, du hast eine steile Entwicklung genommen, Vicky, das muss ich ganz ehrlich sagen, also wirklich toll, dass du bist also auf einem guten Weg, ja, Richtung Speaker, ja, also weiß Gott, ja, also wirklich toll. Das kann ich dir nur zurückspiegeln, weil ich tatsächlich Anfang des Jahres es gesehen habe und jetzt, und dann sehe ich einen riesen Unterschied, ja, also das ist schon bemerkenswert. Tatsächlich aber mit den 10 Versprechen, also damit kommst du tatsächlich, ja, also die Menschen zu begleiten auf ihrem Weg und vor allen Dingen aus diesen tiefen Tälern rauszukommen, gerade auch im Fußball, also diese Enttäuschung. Ja, ich habe einen meiner Studenten, mit dem ich vor 10 Tagen nach der Vorlesung, der hat mich da um ein Gespräch gebeten, der ist bei der Spielvereinigung Unterachingen gewesen und ist schwer verletzt und kann also nicht mehr weiterspielen. Das Thema ist erledigt. Ja, und der hat sich dann, hat um Rat gefragt. Ja. Der Mann ist 21 Jahre alt und dem seine Karriere im Fußball ist heute schon beendet. Ne? Also ganz ambitioniert, aber ist halt leider Gottes jetzt quasi mit 21 beendet. Ne? Damit muss ich jetzt quasi was überlegen. Und da habe ich auch so gedacht, wer weiß, wie es gewesen wäre, wenn er jemanden so wie du kennen würdest, der ihm dann sagt, du, mein Freund, mit 21, lass uns gucken, was es ist. Und dann schauen wir nach vorne und dann geht es weiter. Und wenn du mir erzählst, dass du einen daumengroßen Knorpel aus dem Knie, also Knorpelschaden, irgendwie so eine Ablösung hattest, dann ist das für mich schon fast so, okay, dass du überhaupt noch auf dem Bein, dass du Fußball überhaupt den Platz nochmal betreten darfst, das ist ein Grenz, ein Wunder, hättest du den mal wirklich unter die Arme greifen können, ja? Glaube ich schon. Also diesen Menschen tatsächlich, da gibt es genügend, ja. Aber gut, bevor ich, ja, gerne. Ja, das will ich nur abschließen, dass man auch weiß, wie das im Fußball läuft. So viel Geld auch in das Fußballbusiness und in aktive Spieler investiert wird, so wenig wird nicht nur an Geld, aber auch an Aufmerksamkeit an die investiert, die vielleicht dies nicht schaffen, aufgrund von Verletzungen, ja, aufgrund von einfach Kaderbegrenzungen, aufgrund des natürlichen Ausscheidens. Und irgendwann musst du vom Fußball dich loslösen. Und da gibt es traurige Beispiele. Ich glaube, wir können jetzt Maradona als trauriges sehen, anlässlich Todes, und das ist jetzt nur ein Extremfall, aber ich habe meine Bachelorarbeit drüber geschrieben und die hat sich mit der Beendigung, mit dem Karriereende beschäftigt, und da gibt es ganz erschreckende Zahlen dazu und Statistiken. Oh je, hört sich ernüchternd an. Wollen wir lieber nicht drüber sprechen. Ne? Gut, Frage in die Runde mit Blick auf die Zeit. Ihr kennt ja das bei 6:30 ein Vortrag, no PowerPoint. Ja, den brauchen wir jetzt aber schon in diesen Formaten natürlich, aber ihr kennt das ja alles, soll ja auch nicht so viel Zeit fressen, und das, die gute Idee ist ja immer jetzt entweder Tagesschau oder dann Tagesthemen spätestens, sollen ja dann wieder möglich sein. Gibt es noch Fragen? Helmut, du als alter Fußballexperte und Mitstreiter, wir sind ja beide Gladbach-Fans, kann ich ja hier verraten, und wir zittern am Mittwoch in Madrid. Helmut, hast du noch eine Frage an die Wiki? Nein, ich kann nur das Kompliment generell auch bekräftigen. Also es war eine ganz tolle Ansprache, wie du gesprochen hast, was du gesprochen hast, sehr viele Elemente. Das Tolle ist einfach, du bist ein sehr reflektierter Mensch und du hast die Dinge für dich selbst erkannt in der Phase einer Krise. Und das ist eigentlich etwas, dann auch zu erkennen, sei stolz auf das, was du hast, sei dankbar für das, was du hast, glaube an das Unmögliche, denn nur wenn du dran denkst, kann das auch möglich werden. Das sind so Botschaften, die wir, glaube ich, übertragen können, nicht nur in die allgemeine Zeit momentan, sondern auch in meine Profession, die
die einige von uns hier teilen. Wir sind Berater, also auch in Firmen, in Unternehmen gibt es solche Momente. Und wenn Unternehmer und Mitarbeiter das auch erkennen, dass gerade in Krisen vielleicht eine Selbstreflexion und das Bekenntnis zur eigenen Stärke, zur eigenen Ausrichtung gefunden werden kann, dann geht es wieder voran und dann gibt es auch wieder eine Perspektive. Und da hast du sehr, sehr viele schöne Einblicke gegeben. Auch ich werde einiges so gedanklich mitnehmen. Aber besonders hat mich beeindruckt, du als Mensch und deine Reflexion und wie du mit diesen Dingen umgehst, vorbildlich. Vielen, vielen Dank dafür. Dankeschön. Ja, jetzt muss ich auch unseren Fußballer in Erding, den Sepp Nürnberger, komm, jetzt musst du auch noch einen raushalten als Fußballexperte. Du musst jetzt auch eine Frage stellen, bevor ich dann den Abschluss mache. Jetzt hat er zumindest das Video schon mal an, aber er hat, glaube ich, keine Frage, oder? Sepp, hast du keine Frage? Doch, ich finde es wirklich auch erstmal Kompliment. Ich habe nur unterklassig Fußball gespielt, aber auch fünfmal operiert. Einmal links, zweimal rechtes Knie. Ich kann sehr, sehr viel nachvollziehen. Und ja, man muss ein Kämpfer sein und positiv vorangehen und jeden Tag drei positive Dinge aufschreiben und sich danach ausrichten und wirklich mit tollen, positiven Menschen umgeben. Denen ist wirklich ein Schritt zum Erfolg, egal ob man Fußball spielt oder in der Wirtschaft tätig ist oder wo auch immer. Ja. Das war wirklich sehr interessant und ja, vielleicht sieht man sich ja mal wieder und kann diese Themen auch an ein Publikum weiterbringen. Danke für den Vortrag. Dankeschön. Danke, danke Sepp. So, also nachdem jetzt keine weiteren Statements kommen, keine Handhebung, Herr Ruppers, Herr Herrmann, Herr Ruppers, wie sieht es aus bei Ihnen? Noch eine Frage an die Vicky? Bei mir habe ich die Hand gehoben. Nein, also einmal bin ich zwar auch Gladbach-Fan, aber das am Mittwoch, das geht klar, da bin ich mir relativ sicher. Ich muss jetzt eins zugeben, ich hätte bestimmt 5 Fragen gehabt, aber mich hat hier gerade was weggerissen zwischendurch, mal während des Vortrags. Kurze Rückmeldung, mir hat das, was ich gesehen habe, waren leider nur 2/3, hat mir extrem gut gefallen. Ich habe mich nicht getraut, eine Frage zu stellen, weil ich nicht weiß, Vicky, ob du das vielleicht zwischendrin gesagt hast. Wenn jetzt aber ich angesprochen werde direkt, dann frage es jetzt halt eben doch, solltest du das zwischendurch gesagt haben, dann schlag mich bitte und seh mir Fassadi bitte, find irgendeinen Weg, um das abzumoderieren, mein Desaster. Ja. Wir haben ja noch 2 Fragen von der Bettina und vom Herrmann, also insofern kriegen wir dann noch jetzt die Runde. Deine 10 Erwartungen, Wünsche, Anforderungen an dich selbst, die haben natürlich auch ein Stück weit Widersprüche in sich für mich. Ja. Also einerseits sagst du, okay, bleib dran und gib Gas, bleib aber auch im Hier und Jetzt. Und im Hier und Jetzt könnte es auch total in Ordnung sein, einfach mal zu sagen, hey, es ist jetzt gerade eine Scheißsituation und die nehme ich jetzt so an und ich genieße sie auch ein Stück weit. Ich habe, wenn ich da jetzt mal dran bleibe, ich habe mich viel im letzten Jahr mit dem Scheitern beschäftigt, Workshops auch dazu gemacht, Fuck-Up-Nights gemacht. Und das Spannende dabei war, wir haben ein paar Dinge rausgearbeitet, es kondensierte sich immer auf eins. So ein Scheitern war oft dadurch auch ausgelöst, dass, so sagten viele Personen, sie nicht im richtigen Zeitpunkt Nein sagen konnten. Und das finde ich jetzt ganz spannend auch. Die Frage ist, was ist überhaupt ein Scheitern auch? Ne? Also ist das jetzt unbedingt negativ belegt? Und jetzt hast du ja unglaublich viel Auf und Ab erlebt. Und in deinem Geschäft, jetzt das Thema Nein sagen, hat das für dich auch eine große Rolle gespielt? Spielt das eine große Rolle? Weil du sagst ja auch, hör auf deinen Körper einerseits. Da kann man vielleicht mal Nein sagen, aber hör auch auf dein Herz. Und das könnte ein Widerspruch in sich sein. Und auch das Thema, bleibe ich im Team oder nicht. Dieses Spannungsfeld, das würde mich noch interessieren, das Nein sagen in diesem Kontext deiner eigenen Wünsche an dich selbst und diesen Anforderungen an dich selbst. Wie erlebst du das? Das ist sehr wichtig und grundsätzlich zu diesen Widersprüchen. Also ich glaube, was ich für mich feststellen konnte, wenn ich bin sehr reflektiert und sehr ehrlich zu mir selber, und ich wusste immer, in welcher Situation welches Versprechen notwendig war. Beispielsweise, ich kann mich noch erinnern, bei einer Verletzung, ich wurde damals am Meniskus operiert. Und ich war dann relativ schnell wieder fit. Und ich wusste, ich war erst ein Training hatte erst ein Mannschaftstraining hinter mir. Und der Trainer, Vicky, wir brauchen dich, ich zähle auf dich, bla bla bla. Wir wollen dich fürs Wochenende in die Startelf packen. Und ich wusste, eigentlich
geil, ich will das. Aber gleichzeitig habe ich gewusst, ich bin körperlich noch nicht so weit, dass ich für ein Spiel fit bin. Vor allem das Risiko, dass vielleicht etwas anderes passiert, war zu hoch, sodass ich dann auf meinen Körper hören musste und dann mein Herz natürlich auch dann sozusagen dem zugestimmt hat, weil ich wusste, es ist vernünftig. Und ich glaube, zu reflektieren und ehrlich mit sich selber zu sein, ich glaube, das ist einmal die Grundvoraussetzung für alles, weil ich kann auch sagen, ich habe keine Schmerzen und ich habe Schmerzen. Das ist natürlich dieses Modell oder meine Versprechen basieren auf absoluter Reflexion und Ehrlichkeit. Das muss ich auch dazu sagen. Und das Nein sagen ist für mich ein ganz, ganz wesentlicher Punkt gewesen. Und das habe ich in meinem, ich weiß nicht, ob es Nummer 8 war, glaube ich, Versprechen Nummer 8, umgebe dich mit Menschen, die dir gut tun. Und ich habe da bewusst Nein sagen müssen und lernen zu Dingen, zu Menschen, die mir nicht gut tun. Und ich bin ein Mensch, ich kann mit jedem und ich bin sehr sozial und am liebsten mache ich es jedem recht. Aber ich wusste zu dem Zeitpunkt, ich muss Nein sagen, sonst bleibe ich und vor allem meine Reha auf der Strecke. Also für mich auch eine ganz wichtige Erfahrung, oder das ist auch was, woran ich immer noch arbeite, Nein zu sagen, um es nicht anderen, sondern mir selber recht zu machen. Okay. Bettina, du hattest die Hand gehoben. Genau. Hallo, Bettina hier. Vicky, erstmal super, vielen Dank, also sehr inspirierend auch. Was ich auch sehr interessant fand, ist, als du erzählt hast, wie siehst du dich denn selber, in welchen Rollen siehst du dich, ja? Dass du zum Beispiel nicht gesagt hast, dass du ein Vorbild für Frauen und Mädchen im Fußball bist. Man hat zwar das Bild aus Nigeria, glaube ich, war es gesehen, ja? Aber ich frage deshalb, weil ich selber mich sehr stark für Gleichberechtigung von Frauen einsetze, über den Weg des Sports, also Fußball oder Muttersport. Und da ist ja das eine Dauerdiskussion. Und ich finde es schon wieder spannend, weil ich feststelle, bei den jungen Frauen, die aktiv im Sport tätig sind, ist das überhaupt kein Thema mehr. Da wird es eher immer so von außen aufgestürmt, weil insgesamt ist das Thema natürlich noch sehr im Hintertreffen. Aber die Frauen, die da in dem Thema drin sind, die sagen, natürlich ist der Weg für uns noch hart, aber es hat sich schon sehr viel getan und es passt schon. Wie siehst du das? Ist es für dich so ein Dauerthema, das halt immer wieder gepredigt werden muss? Oder sagst du, nee, eigentlich aus meiner Perspektive läuft es ganz gut. Die meisten haben die Chance, den Weg auch zu gehen, wenn sie natürlich hart genug sind und alle anderen Rahmenbedingungen auch stimmen. Das stimmt tatsächlich, weil ich kann es nur aus meiner Sicht wiedergeben oder das spiegelt das eigentlich meine Realität wieder, weil wenn ich Medien, Termine, Interviews etc. habe, das ist eine Frage, die immer gestellt wird. Unterschied zwischen Männern und Frauenfußball, bekommt ihr genug Aufmerksamkeit etc. etc. Das ist auf der einen Seite schön, weil die Wichtigkeit jetzt auch in der Gesellschaft gegeben ist und man merkt sie nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch in der Wirtschaft, dass viele Unternehmen das in ihrer Strategie vereint oder inkludiert haben. Aber auf der anderen Seite beschäftigen wir, die jetzt wirklich da drin sind, wir beschäftigen uns gar nicht so sehr damit, wenngleich es immer wieder Momente gibt, wo es einem auffällt, krass, das ist einfach immer noch ein Unterschied. Oder da wird es einem wieder bewusst und da ärgert man sich, warum das so ist und bei den Männern doppelt so gut. Aber ich glaube, eins haben wir oder ich gelernt, dass man mit dem lernt, umzugehen oder auch zu versuchen, das auszublenden, weil man gewisse Dinge nicht ändern kann und ich gehe eher so ran, dass ich die Dinge, die ich ändern kann, wo ich ein Vorbild sein kann, dass ich mich auf die konzentriere und ich sehe mich auch nicht als Opfer, sondern ich bin auch glücklich und froh, eine Frau zu sein und das ist auch mein Weg. Also man kann es so und so sehen, aber tatsächlich ist es so, dass wir uns nicht aktiv damit beschäftigen, auch wenn ich schon mich bewusst dafür einsetze, dass Frauen oder dass dieses Thema an Wichtigkeit bekommt. Danke. Danke auch. So. Hermann, wo ist er denn? Ja, ganz am Schluss bloß. Ich wollte bloß mal die Brücke schlagen. Wir sind noch von dem Klopschen Mantra, so ist mir jetzt im Versprechen, so ist mir was eingefallen, was du vorher gesagt hast, Vicky, zum Thema Bedeutung, Relevanz, überhaupt der ganzen Thematik. Bei ihm spielt ja auch wichtig und eine große Rolle diese Zielstrebigkeit, unabhängig vom Spielverlauf, bei ihm ganz wichtig, diese Leidenschaft, die er praktisch mit reinbringen möchte und dass man sich auch helfen lassen soll, ja, so als untereinander, so dieser Gedanke. Und ich selber habe auch eine Coaching-Ausbildung gemacht, ich habe den C-Trainer-Lizenz erworben mal vor etlichen Jahren.
im Breitensport, habe selber in der Jugend gecoacht, also die ganz Kleinen, also die waren mir wichtiger, also E-Jugend, F- und G-Jugend, und das war eine sehr interessante Erfahrung, und da ging es auch vor allem darum, dass die einfach nur Spaß haben sollen, ja. Und dann habe ich auch schon festgestellt, dass im Rahmen dieses Vereinslebens, also dieser Philosophie, die dann oft herrscht, dann oft viele Dinge anders wichtig waren und diese Verbissenheit. Und das ist halt eminent wichtig, gerade bei diesen kleinen Kindern, dass man versuchen muss, wirklich hier aufs Wesentliche zu achten, also auf Philosophie und auf Kultur, auf Werte. Also das wäre eigentlich also so mein abschließender Beitrag. Ich habe das selber miterlebt und das war sehr interessant. Ja. Nur es wandelt sich dann sehr schnell. Wenn du dann, glaube ich, in der D-Jugend bist, dann ist das ganz schwierig und dann sind entweder diese Dinge verhaftet, verinnerlicht oder absorbiert oder auch nicht. Ja, ja, absolut. Also ich glaube, das ist auch im Fußball so. Wenn man, manchmal merkt man einfach, dass Spieler für einen Trainer spielen auch und dass die diese Leidenschaft und dieses Feuer haben und dass die nicht irgendwie, dass da nicht mehr reinrufen muss, arbeite zurück, rette deinen Mann, der Hintermann, der gerade den Ball verloren hat, sondern bei Teams gerade mit Klopp ist es wirklich ganz deutlich zu sehen, dass die das einfach verinnerlicht haben. Und da spielt 100% diese Kultur, dieses Wertesystem, Prinzipien, ganz große Rolle. Und ich glaube, zu dem, was du eingangs gesagt hast, mit dem Spielstand, das ist auch was, was wir in der Nationalmannschaft sehr stark verinnerlicht haben, dieses Lageorientierte und das Handlungsorientierte. Weil wenn du 2-0 hinten bist und in der Lage bist, hast du verloren. 3-0, was ist wenn, und 3-0, und dann bist du schon, hörst du auf, in der Handlung zu bleiben. Solange du aber in deiner Handlung oder handlungsorientiert bleibst, dann kannst du diese Dinge beeinflussen, und dann kannst du beeinflussen, dass du den Plan verfolgst, dass du gezielt auf das nächste Tor spielst, und dann nach dem 2-1 kannst du wieder nicht in die Lage, sondern du musst immer stets in der Handlung bleiben, und das ist, glaube ich, ganz was Wesentliches im Sport generell. Ja. Step by step, das ist wichtig. Ja, ja, ja. Wie heißt es immer so schön, immer von Spiel zu Spiel denken. Ne? Ja. Gut, also Vicky, ganz, ganz lieben Dank. Also du hast gesehen, jede Menge Fragen auch an dich. Und ja, ich bin jetzt auch soweit, also ich habe keine weiteren Fragen. Ich bin wunschlos glücklich, auch wieder über diesen wirklich inspirierenden Abend. Ich muss ganz ehrlich sagen, also ja, keine Ahnung, wie es wird, aber es wird immer gut und macht mir super viel Spaß, auch im Vorfeld das Ganze vorzubereiten, und es bereitet mir wirklich Freude, und ich danke ganz, ganz herzlich allen Beteiligten, die heute dabei waren und auch die hier sich eingebracht haben mit Fragen und auch in unserem Chat, Vicky, also überall Chapeau, vielen Dank für diese ehrlichen Einblicke in dein Leben. Wirklich ganz, ganz top Vortrag, inspirierend, also das kann ich dir noch alles mitgeben, Vicky, also das hast du wirklich super gemacht, ganz toll. Und wir, also die halb sieben Community hat den Hut vor dir gezogen. Helmut, ich habe es genau gehört, dass du gelacht hast. Nein. Ja, aber es ist wirklich so. Also wirklich, wir ziehen den Hut vor dir und vor diesem tollen Vortrag. Ich danke allen ganz herzlich für das Beisein. Wer mag, kann jetzt noch hier so ein bisschen beim Auschillen dabei bleiben. Dann können wir noch so ein bisschen vielleicht bilateral sprechen. Vicky, du kannst auch noch dabei sein in der Runde. Also der offizielle Teil ist hiermit beendet. Ganz herzlichen Dank. Vielleicht noch ein Programmhinweis in eigener Sache. Das neue Jahr steht ja quasi, wie heißt es immer so, vor halb sieben ist nach halb sieben, ne? Also oder so, ne? Wir sehen uns wieder im neuen Jahr. Ich habe sozusagen noch einen jemanden gewonnen, der mit uns in die Zukunft guckt. Wer im Sommer diesen Jahres dabei war, der hat vielleicht den, tschüss Bettina, der hat vielleicht den Vortrag von meinem Freund Volker Beisenhirz gehört. Da ging es um Prognosen aus der Corona-Krise. Diesmal geht es nicht um diese Prognosen, sondern es geht um Zukunft, und zwar Zukunft 2030, 2050, weil wenn 2050 war, der weiß, was er bis 2030 erreicht haben muss. Und dazu habe ich den Herrn Strobel gewonnen. Der Herr Strobel beschäftigt sich in seinem Job mit dem Thema Zukunft, malt Landkarten, Zukunftslandkarten, hat Trendforschung. Wir haben super inspirierende Vorgespräche schon geführt. Also da freue ich mich ganz tierisch drauf auf diesen Abend, weil der wird ganz anders werden als das, was wir heute haben. Da werden wir uns mit diesen ganzen griffigen Sachen, was denn wohl wird, beschäftigen. Aber nichtsdestotrotz, also da wünsche ich euch heute schon, also erstmal schöne Weihnachtszeit,
guten Rutsch ins neue Jahr. Und im Januar geht es dann, Ende Januar geht es dann weiter. Termin kommt dann wieder, wie gehabt, über die unterschiedlichen Kanäle. Und damit also ist der offizielle Teil beendet. Und jetzt gehen wir zum gemütlichen Teil über. Vicky, wenn du da bleiben magst, wunderbar.